Zu wenig Kandidaten für die Wahl. Keine Nachfrist wegen vereinfachten Wahlverfahren. Was jetzt? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Matthias Wersel. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und Referent bei der WAAF. Wenn nicht so viele Kandidaten da sind, wir eigentlich nach § 9 Betriebsverfassungsgesetz Betriebsratssitze zu besetzen sind, dann geht man in der Staffel des § 9 so weit nach unten, bis man die größtmögliche Sitzanzahl gefunden hat, die mit den in Ihrem Betrieb angetretenen Kandidaten gerade noch besetzt werden kann. Beispiel: In Ihrem Betrieb arbeiten in der Regel 800 Arbeitnehmer. Nach § 9 Betriebsverfassungsgesetz bedeutet das, dass Sie eigentlich eine Wahl zu einem Betriebsrat mit 13 Mitgliedern durchzuführen haben. Sie haben aber nur 12 Kandidaten. Dann schauen Sie jetzt in § 9 Betriebsverfassungsgesetz rein und prüfen, welche nächstniedrigere Gremiumsgröße Sie mit 12 Kandidaten besetzen können. Das ist ein Betriebsrat mit 11 Mitgliedern. Also wird dann die Wahl zu einem Betriebsrat mit 11 Mitgliedern durchgeführt. Bitte also nicht den Fehler machen und bei 12 Kandidaten einen 12-köpfigen Betriebsrat wählen lassen. Ein 12er-Gremium ist nicht vorgesehen. Siehe § 9 Betriebsverfassungsgesetz. Und wichtig ist noch eins. Sie müssen natürlich per Aushang bekannt geben, dass mangels ausreichender Bewerberzahl ein kleinerer Betriebsrat, eben ein 11-köpfiger Betriebsrat, gewählt wird. Mein Name ist Dr. Matthias Wersel und wenn Sie wollen, dann schenken Sie doch diesem Video ein Like. Vielen Dank.